liebe Spielende, hier ist wieder Garen Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Und wir sind hier gerade in Bruchtal bei Elrond und nehmen die nächste Kapitelquest für das schwarze Buch in Mordor an. Erendil war ein Seefahrer. Und er hat dem Sturm und den tosenden Wellen getrotzt. Er brachte ein helles Licht aus der Dunkelheit mit. Er durchreiste Kummer und Leid, überwand die Wellen seiner Trauer und meisterte die Winde des Zorns, um aus weiter Ferne neue Hoffnung zu bringen. Er ist noch immer unterwegs, jedoch nicht auf den Weltmeeren, sondern am Himmel. Und dabei trägt er das Licht der Silmaril auf der Stirn, das ihm den Weg weist. Ihr seht hier schon, jetzt geht's also in das Licht Erendils. Das ist ja auf den Items drauf, dieses Licht. Das braucht man gegen den Schatten, der in Mordor herrscht. Elrond verstummt und blickt zum Himmel auf, während er sich an lang zurückliegenden Zeiten erinnert. Allen Elder ist das Licht von Erendil Stern das Heiligste. Es ist ein Zeichen der Hoffnung für alle, die gegen den großen Feind oder seine zahlreichen Diener kämpfen. Erendil war nicht nur ein Seefahrer, er war auch mein Vater. Das Licht von Erendils Stern ist das Heiligste aller Elder. So, und früher gab es die Hoffnungsmünzen, jetzt ist es halt das Licht, was wichtig ist. Und jetzt können wir dann auch nach Mordor zu Mithrandir. Das Licht Erendils wird euch in Gorgoroth gute Dienste erweisen. Ah, ihr habt das Artefakt, das Ayorsen aus Durtank mitgebracht hat, von der Verderbtheit befreit. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid, Garen. Das Licht Erendil wird euch in Gorgoroth gute Dienste erweisen. Ich denke, nur wenige der Kommandanten, die Ayorsen erwähnt hat, werden seine Gegenwart ertragen können. Und keinem von ihnen wird es gefallen. Es wird ihnen zu schaffen machen und euch dabei helfen, den Schatten zu durchdringen. Es ist an der Zeit, weiter nach Mordor vorzudringen. Jo, wir waren zwar schon drin, aber jetzt geht's weiter. Der Durchgang zwischen Udon und Dol Amarth wird immer noch von Feinden gehalten. Abenteurer der freien Völker sind nach Udun vorgedrungen, doch die Festung Karach-Angren hat ihren Vormarsch aufgehalten. Der Ausbruch des Orodruin hat zwar die Tore des Isenmunds geschmolzen und man kann sie nicht mehr schließen, aber der Durchgang zwischen Udun und Dol Amroth wird immer noch von Feinden gehalten. Einige wenige haben es geschafft, ihn zu passieren, Waldläufer, Elben und andere, die sich der Kunst der Tarnung gedient haben. Ich glaube, dass ihr es schafft, in die Unheilskluft von Dol Amroth vorzudringen. Durchquert den bewachten Isenmund und findet Brugos auf der anderen Seite. Er wird euch berichten, was er bereits vollbracht hat und was noch zu tun ist. Plus 2 Licht von Erendil, bessere Handschuhe als die, die ich habe, und damit sind wir schon bei 2.3. Passiert den bewachten Isenmund und begebt euch nach Dol Amroth. Land des Unheils. Und jetzt kommen wir endlich mal ins neue Gebiet. Udun ist fertig und die Story geht im neuen Gebiet weiter. Schnell noch hier checken, ob wir Licht von Erendil genug haben. Ja, passt. Wir haben plus 14 angezogen und das müsste reichen, um durch Mordor durchzukommen hier ins nächste Gebiet. Aber wir haben noch mehr Arbeit. Also Isenmund ist jetzt unser nächstes Ziel. Und was müssen wir noch machen? Wir müssen endlich mal die Bündnisse weiterbringen. Das werde ich heute auch mal angehen. Kapitel 1, der wartende Rat, sucht Legolas in Dol Amroth. Da gehen wir jetzt gerade hin, neben der Storyline. Der Isenmund wird zwar bewacht, aber war das jemals ein Hindernisgrund für euch? Nein, natürlich nicht. Wir gehen durch. Und dann hoffe ich, ist hier auch irgendwo Legolas, damit wir endlich das Bündnis der Elben weiterspielen können. Weil ich möchte endlich wissen, wie man da den Ruf erhöht. Oben neben meiner Minimap ist jetzt immer schon das Zeichen von den Elben, aber irgendwie passiert da nichts dran. 42 Licht habe ich, Schatten vom Mordor ist hier 30. Ja, da muss man schon ein bisschen was zusammengebaut haben. Nur wenige haben sich über die Grenzen von Undun hinausgewagt. Und hier haben wir auch einen Stallmeister. Und da ist Legolas mit der Bündnisquest. Und Gimli ist auch hier. Das ist doch schon wieder richtig schön, wenn man bekannte Gesichter hier wieder sieht. Tolle Sache. Und ja, womit fangen wir jetzt an? Mit Gimlis Quest?
Es ist gut, wieder mitten im Gewühl zu stecken, nicht wahr, Garion? Okay, das ist eine normale Quest, um einfach auch mal mit Gimli weiterzukommen. Viele von den normalen Quests könnt ihr selber durchlesen und auf Pause drücken. Ich lese jetzt nur die Kapitel oder vielleicht auch die Bündnisquests vor. Aber die ganzen Nebenquests lese ich jetzt nicht noch alle, weil das ist dann doch ein bisschen zu viel für den Stream oder für dieses Let's Play, weil wir wollen die Zeit auch nicht zu sehr sprengen und Menschen, Elben, Zwerge. Das ist eine Geschichte. Mein Vater würde nicht so weit reisen, wenn der Grund nicht bedeutsam wäre. Legolas hört sich die Neuigkeiten mit Vorsorge. Ja, das machen wir jetzt gleich. Ihr habt Bugos in der Unheilskluft gefunden. Genau, jetzt erstmal das Kapitel fertig machen. Danach kümmern wir uns ums Bündnis. Na, dann kommt. So, die brennenden Ebenen von Dor Amrath. Auch hier wieder eine Nebenquest. Das ist jetzt nicht das Kapitel, weil das ist Ingold. Das ist nicht Brugos. Auch er hat jetzt eine Folgequest. Hier geht's also gleich weiter. Ja? Der widerwärtige Gefangene. Sprecht mit dem Gefangenen. Yay, wir haben schon jemanden hier wieder eingefangen. Ein schwarzer Numenorer. Okay. Der ist nicht Ayorsen. Ayorsen ist von der Storyline. Das hier ist jemand anders und mit dem können wir gleich reden. Und jetzt hier noch schnell den Markstein. Sehr schön. Können wir auch hier hinporten. Da ist er. Gefangen Lormasa. Und da ist die Kapitelquest. Yes, Brungos. Willkommen in der Unheilskluft von Dor Amrath. Schon allein das Aussprechen dieser Worte widerstrebt mir. Willkommen? Wie kann jemand an einem solchen Ort willkommen sein? Mein Volk hat es gelernt, in der Wildnis zu überleben und selbst in der Ödnis zu jagen und Nahrung zu sammeln. An diesem Ort wurden diese Fähigkeiten auf eine harte Probe gestellt. Doch zum Glück wird es dazu nicht kommen. Ich habe ausreichend Vorräte für mich mitgenommen und ich würde sowieso nichts trauen, das hier wächst. Ja, das kann ich verstehen. Ob dieses Tal einmal fruchtbar war, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber sterbliche Augen urteilen im Angesicht der Zeit oft vorschnell. War dieses Land grün und üppig, bevor Sauron kam? Brugos tut den Gedanken mit einem Schulterzucken ab. Vielleicht werde ich weiter darüber nachdenken, wenn wir es sicher von hier weggeschafft haben, Garion. Doch im Moment ist dieses Land tot und voller Feinde und wir sollten spitze Fragen mit Dolch und Klinge stellen und alles beiseite schieben, was unsere Gegner nicht tötet. Aha. Es gibt keinen Mangel an Gegnern, die sich in Dor Amrath herumtreiben. So, und der erste Schritt ist jetzt mal wieder was ganz Normales, nämlich töte ein paar Gegner, also 2.3. Erstmal wieder hier aufräumen. Und dann seht ihr schon, da geht es nach Durtank, südlich von Durtank. Und hier ist auf jeden Fall noch ganz schön viel Gebiet. Das hier ist jetzt Dor Amrath. Da werden wir uns jetzt die nächsten paar Let's Plays aufhalten. Barad-dûr, Mordat und so weiter. Werden wir uns alles angucken. Die nächsten Zonen ist dann für später gedacht. Jetzt machen wir natürlich nicht jetzt den einzelnen Mob zusammen. Ich zeige euch immer nur so die grobe Zusammenfassung. Darf ich euch helfen? Und hier sind dann auch die Tausch-Items für die Asche. Also immer dran denken, Licht von Erendil-Items zerstören, wenn ihr sie nicht mehr braucht und dementsprechend viel Asche bekommen. Aber erst ab 112, 115 interessant. Müssen wir also noch ein bisschen was warten. 22 Licht ist da drauf. Nicht schlecht. Ich denke mal, wenn wir noch tiefer ins Spiel kommen, in die Gebiete kommen, müssen wir auch noch mehr Licht haben. Ich habe gesehen, wenn man aus Dunlach rauskommt, oder Dunlat, oder wie es hieß, dann ist da auch schon 60 Schatten. Da muss man also doch einiges mehr an Licht zusammen sammeln, damit man dann in den höheren Gebieten auch hier noch ohne große Debuffs durch die Gegend laufen kann. Okay, und jetzt haben wir dann auch schon die ersten ein, zwei Gegner hier gelegt. Wir werden jetzt nicht alle zusammenlegen und dann werden wir gleich natürlich auch noch das Bündnis uns anschauen, wie das weitergeht. 2 von 12. Ja, ist ja nicht mehr viel. Oh Mann, immer diese ganze Killerei. Wir reden mal mit dem. Muss ich mit Leuten wie euch sprechen? Der will nichts sagen, aber wir können ihn einschüchtern.
Sieht auf jeden Fall gruselig aus, der Kerl. Und der Gefangene tut nichts. Wir haben ein Emote. Der Gefangene zuckt zusammen. Na, dem haben wir aber Angst gemacht. Was wollt ihr? Er hat immer noch nichts zu sagen. Wir müssen ihn weiter einschüchtern. Es sieht aus, als sei der Wille des Gefangenen bald gebrochen. Er sieht besorgt aus. Was wollt ihr? Wenn ich mit euch spreche, wird mich Dunglabett töten lassen. Mit dem schwarzen Wort ist nicht zu spaßen. Genau, der Mund gibt es und dann gibt es das Wort und das ist wohl der Anführer hier. Dunglabett, auch noch nicht kennengelernt. Die großen Anführer haben wir bis jetzt alle noch nicht gesehen, groß. Auch in Udun gab es jetzt nur einen Rakmul heißen die Dinger, genau. Der ein bisschen was wichtiger war. Ansonsten haben wir in Udun auch keine großen Hauptmänner oder so gesehen. Und der sagt jetzt auch ein bisschen was. Mit Leuten wie euch sprechen. Und da gibt's eine riesen Folgequest. Wir müssen 3 Quests abschließen plus Geröll absammeln. Dann kriegen wir hier eine Kette für den Hals des Eindringlings. Und hier natürlich eine dicke Storyline dafür, dass wir hier mit dem Mundsauron und dem schwarzen Wort zu tun haben. Da sieht man so ein bisschen, wer die Diener sind. Und auch seine treuen Diener sind gefährlich. Glugoroth, der Lochwächter, Sapaka, der Spalter, Krassapursa, die, ihr seht das, Tränenbringerin und so weiter. Also da gibt es einige Gegner. Was wollt ihr? Und hier sind dann ganz viele von diesen Zusatzquests, die wir erledigen sollen. Für ihn sollen wir also nach Barad-dûr. Muss ich mit Leuten wie euch sprechen? Wir sollen mit dem Inglot reden, der hier in der Mitte steht. Der mächtige Olok ist vielleicht nicht der hellste. Ja, da müssen wir einen dicken Olok killen. Lasst mich das nicht bereuen. Findet einen Ork, der vielleicht weiß, wonach Krassapursa sucht. Krassapursa, die Tränenbringerin, müssen wir auch noch finden. Also, ihr seht's, viele Names, die wir erledigen müssen. Signaturgegner oder episch Elite, weiß man noch nicht. Kommt, kommt. Und jetzt haben wir Inglond über den ersten Name was gesagt. Seht euch an dessen letzten bekannten Aufenthaltsort nach Spuren von Dunet um. Gut. Inglot hat einen Feind gesehen. Und jetzt seht ihr, wo wir schon hin müssen. Ganz da hinten nach Barad-dûr, nach Lugash. Und jetzt machen wir mal hier die Bündnisquest. Eine neue Quest kriegen wir schon mal. Ein Land voller Asche und Schatten. Erkundet den Torweg zu den Ruinen von Barad-dûr. Also Legolas schickt uns auch nach Barad-dûr. Gibt's Ruf, gibt's silberne Siegel, ist jetzt nichts Besonderes. Auch hier die Stimmung von Gimli und so weiter wird es auffällen. Also ihr seht schon, auch Legolas und Gimli haben jetzt hier eine Storyline in Dor Amroth. Aber wichtig ist ja jetzt mal das Bündnis. Mein Vater würde nicht so weit reisen, wenn der Grund nicht bedeutsam wäre. Legolas hört sich die Neuigkeiten mit vor Sorge gehobenen Augenbrauen an. Mein Vater würde sich nicht so weit entfernen von seinem Reich in Angelegenheiten einzumischen, wenn der Grund dafür nicht bedeutsam wäre. Okay, das war ein komisches Deutsch. Wie Illidan befürchte ich auch, dass es eher böse Gründe, denn gute Taten sind. Ja, ich glaube, ich muss gehen und herausfinden, was mit meiner Familie und meinem Volk passiert ist oder los ist. Ja, da waren noch ein, zwei Sätze, aber da müsst ihr einfach nochmal kurz zurückspulen, wenn ihr das lesen wollt. Und jetzt sind wir dann auch, im Hof von Lothlorien, Karas Galadon. Und hier ist Haldir für die Bündnisquest. Seid ihr wegen des Kriegsrats hier? Falls nicht, ist es doch ein wundersamer Zufall, dass ihr gerade jetzt hier auftaucht. Nein, ich will mitnichten unfreundlich klingen. Nur zu, geht zum Rat. Ihr habt zweifelsohne Neuigkeiten zu berichten und ich bin mir gewiss, wir werden euer Gehör schenken. Oder euch Gehör schenken. Ja, da gibt's also den Rat. Legolas ist jetzt auch hier. Was ist denn hier los bei den Elben? Man weiß es noch nicht so richtig. Das ist ja jetzt wirklich Bündnis-Story. Die gibt's dann auch für die Elben, für die Zwerge, für die Hobbits. Also die haben alle ihre eigene Storyline noch neben Mordor. Und wen haben wir da vorne?
Das da ist mein Vater, Thranduil, flüstert Legolas. Aha. Sie sind gekleidet, als kämen sie gerade vom Schlachtfeld. Celebron, Galadriel ist hier. Oh ja. Wie als käme er gerade vom Schlachtfeld. Das ist der Vater von Legolas. Auch mal nett kennenzulernen. Aber Celeborn sieht natürlich sehr viel cooler aus. Wir kommen tatsächlich gerade aus der Schlacht. Das hat Legolas richtig erkannt. Der Feind marschiert gegen das Reich seines Vaters und gegen unseres und sogar an dem Ort, von dem ihr hergekommen seid, tobt der Krieg. Ist es noch verwunderlich, dass der Feind seine Pläne umgehend in die Tat umsetzen will? Okay. Mein Herz sagt mir, dass ihr eine ebenso große Geschichte zu erzählen habt wie wir. Nein, sogar noch größer. Euer Gesicht ist noch nicht verhämt und ich erkenne darin noch einen Funken Hoffnung. Also scheint ihr interessante Kunde zu bringen. Wohlan, erzählt. Ihr richtet euch an den versammelten Rat und beschreibt in knappen Worten die Ereignisse des Krieges, vom Pelennor bis hin zum Schwarzen Tor. Anschließend legt sich Schweigen über die Versammlung. Das sind erfreuliche Nachrichten. Galadriel findet zuerst ihre Sprache wieder. Solche Nachrichten sind es, von denen noch in Generationen gesungen und berichtet werden wird. Trotzdem, selbst die erfreulichsten Nachrichten bringen auch einen Hauch Trauer mit sich. Für diejenigen, die so lange auf der Erde geweilt haben und nun von uns gehen mussten. Ihr solltet unsere Geschichte anhören. Wir leben für wahr in düsteren Zeiten und es ist gut, dass alle Elben gemeinsam das Licht und ihre Stärke sammeln. Eure Taten übertreffen die Geschichten, die man sich über euch erzählt. Das weckt eine unglaubliche Neugier in meinem Herzen. Auch wir haben viel erfahren und es dürfte einiges darunter sein, was euch brennend interessieren dürfte. Sprecht mit Thranduil in der Sitzung die Schlacht unter den Bäumen. Aha. Es beginnt alles mit einem Sitzungsspiel hier bei Thranduil. Erzählt von den Schwierigkeiten, die der Düsterwald und Dothlorien erdulden mussten, während Gondor an den Toren Mordors kämpfte. Soldat, Stufe 110. Wir gehen jetzt also in ein Sitzungsspiel hinein. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Das letzte Mal war, glaube ich, mit Frodo oder so. Und dann geht's mal in eine Schlacht. Die Schlacht ist in Wirklichkeit viel länger als das, was ihr jetzt hier seht. Das hier ist jetzt eine Schnellzusammenfassung. Man sieht natürlich ein paar Kämpfe, man sieht ein paar Locations. Aber ich habe das jetzt wirklich gekürzt, weil wir doch durch den halben Wald laufen müssen. Das war nicht das erste, das angegriffen wurde. Zuerst kam Lothlorien. Dreimal musste sich der Goldene Wald gegen Dol Guldur behaupten, wie ich erfahren habe. Das erste Mal wenige Tage, ehe die Schlacht vor den hohen Mauern von Minas Tirith in Gondor tobte. Da hört ihr es, hier wird also immer weiter angegriffen und jetzt machen wir das Ganze mal nach. Wir sehen also so ein bisschen, wie der Kampf ist am Anduin hier. Hier sind auch schon Bogenschützen. Man hat gar nicht so viele Skills, das ist halt immer das Einfache. Etwas stimmt nicht. Hört ihr das? Ah ja, wie sehe ich aus? Ganz gut eigentlich. Aber wo sind die Gegner? Da sind die Gegner. Wir konnten gar nicht weitergehen. Hier ist eine Mauer oder so. Okay. Die meisten werden abgeschossen, das passt schon mal. Aber ich kann immer noch nichts machen. Ja, die gehen alle gut down. Orks. Oh, jetzt war's das. Jetzt müssen wir mithelfen. Die Pfeile sind leer von oben, wie es aussieht. Jetzt müssen wir hier Mordor-Angreifer Stufe 110 mit genau 5 Skills töten. Aber wenigstens auch ein Heilskill dabei. Dürfte dann nicht so schwierig sein. Aber es ist halt ungewöhnlich, mit so wenig Skill zu arbeiten. Ach, als Jäger mache ich auch nicht viel mehr, aber immerhin. Ja, jetzt seht ihr das. Das klappt gut. Die zwei sind schon weg. Da kommen schon die nächsten. Und wir kämpfen uns jetzt hier nach da vorne. Da sind auch schon wieder einige. Ja, der Wald wird richtig belagert. Warum, weshalb, wieso? Ist nicht ganz klar. Eigentlich müssten die ganzen Orks doch alle am Schwarzen Tor sein, damit die Sauron beschützen können, aber davon scheint es irgendwie so viele zu geben, dass wir auch Zeit haben, hier den goldenen Wald zu greifen. Was waren das noch Zeiten, als wir gerade aus Mordor rauskamen, der Düsterwald noch gar nicht da war? Das waren Zeiten, Mann, ist das lang her. Da war man auf jeden Patch gespannt, was denn jetzt passiert nach Mordor, wann denn
dieser Wald hier erscheint, wann man in die Stadt kann von Galadriel. Und auf einmal konnte man über den Anduin rüber zum Düsterwald. Das war immer irgendwie noch ganz episch. Da war die Gilde noch richtig stark. Da waren richtig viele Spieler noch abends online. Moria war ja eins der beliebtesten Add-ons. Rohan war natürlich auch noch cool. Aber jetzt haben wir auch genug gekämpft. Jetzt müsste es hier auch weitergehen. Da vorne seht ihr schon was. Da geht eine wichtige Figur. Dol Guldur tatsächlich hoffte, das Herz der schönen Lothlorien zu durchbohren? Oder ob es schlichtweg eine Ablenkung war? Kann ich nicht sagen. Das scheint Galadriel zu sein. Genau, die ist jetzt auch hier. Kämpft einfach nur mit. Und das Ganze war jetzt, wie gesagt, schon gekürzt. Ne? Eigentlich waren noch ein paar mehr Wellen mehr. Ihr habt jetzt nicht jede einzelne Welle mitbekommen. Und auch hier geht es jetzt weiter mit Angreifern. Mal abwarten, bis was passiert. Ich bin schon im Kampf. Also irgendwo, da sind sie. Hab ein bisschen gebraucht, bis sie den Berg hochkamen. Sind schon alte Orks. Die wurden geschoben irgendwie. Jo, aber ihr seht schon, Galadriel, die bleibt ganz locker. Die macht sich keine Finger schmutzig. Die hat keine Waffe dabei. Die schaut einfach mal zu. Findet sie ganz interessant, was hier so passiert. Die niederen Elben hier kämpfen müssen, bis aufs Blut vergiftet. Das ist ja unmöglich. Steht hier einfach nur rum. Ich dachte, die haut die jetzt mit einem Schlag weg. Und dann sowas hier. Das war's aber noch nicht. Wir sind jetzt hier erst im Goldenen Wald und es geht jetzt gleich noch komplett durch den Düsterwald. Also so hat man das Gefühl, wenn man da so viel kämpfen muss. Aber auch da wird gekürzt. Ich zeige euch nur ein paar kleine Stellen im Düsterwald. Da muss man sich ziemlich viel durchschlagen durch die ganzen Gegner. Schmieden sie uns weitaus tiefer. So, das war jetzt relativ viel gekürzt. Da der Ansturm mit solcher Gewalt und so schnell erfolgte, schlugen sie uns weitaus tiefere Wunden. Ja, ihr seht hier, wird immer weiter angegriffen. Also die Elben haben echt Probleme da im Düsterwald gehabt. Warum die auf einmal so extrem viel angreifen, hatte ich nicht verstanden bis jetzt. Und jetzt müssen wir uns dann hier auch weiter durchbegeben. Also man muss hier den richtigen Weg finden. Ihr seht, ich könnte jetzt links, rechts, oben, unten, Norden, Osten, Süden, Westen laufen. Man weiß so in etwa nicht genau, wo man lang gehen muss. Aber am besten einfach immer den Bogenschützen folgen. Dann kommt man schon weiter. Da vorne ist dann schon ein Troll. Den muss man natürlich wieder wegräumen. Und hier liegt dann auch schon wieder ein Troll. Wir sind schon wieder viel, viel weiter. Ne? Und dann. Sandruir. Diesmal nicht Galadriel. So trifft man immer wieder neue. Mit dem Rücken zum Baum und der Hilfe unserer Freunde erkämpften wir uns an diesem Tage einen hart verdienten Sieg. Dol Guldur wurde zurückgeschlagen, aber wir wagten nicht, sie zu verfolgen. Genau, hinterher sind wir nicht geritten. Ein Sieg, für den wir teuer bezahlt haben. Wir haben sie nach Barad-dûr zurückgetrieben. Lasst sie ziehen. Viele unserer Leute sind gefallen und ich fürchte, wir müssten unsere Kräfte schnell wieder aufbauen, falls sie uns erneut angreifen. So, das war der Bündniskampf, der erste, in einem Session-Play. Und jetzt sind wir auch wieder zurück im Rat. Hier ist gerade irgendwas falsch. Keiner mehr da. Alle sind ausgeflogen. Na, wir mussten nur ein bisschen nachladen. Okay, im Kapitel geht's bald weiter. Unsere Feinde haben sich rasch in ihre dunklen Winkel verzogen. So, Celebron hat jetzt gar keinen Step. Die Zeit des Wartens ist bald vorbei. Und doch warten wir weiter. Obwohl der Herr und die Herrin nicht anderer Meinung sind, denken sie jedoch noch immer, dass wir weiter auf einen weiteren Ankömmling warten sollten, ehe wir zur Tat schreiten. Aha, da soll noch jemand kommen. Okay. Ohne Glorfindel ist dieser Rat nicht vollständig. Jo, Glorfindel soll noch kommen. Ich habe ihn benachrichtigt, sobald ich die Gelegenheit dazu hatte, und er hat geschworen, so schnell wie irgendwie möglich zu kommen. Ich will noch nicht den schlimmsten Fall annehmen, aber die Tatsache, dass er noch immer nicht eingetroffen ist, weckt große Sorgen in mir. Eure Ankunft hier, mein Freund,
beruhigt mich etwas und euer Dienst für unser Anliegen besänftigt meine Ängste. Für den Augenblick können wir nicht viel tun, aber ich glaube, dass wir uns schon bald erneut treffen werden. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass Glorfindel dann unter uns weilt. Sprecht mit Legolas. Ah, ich glaube, wir beenden jetzt dieses Kapitel bei Legolas. Ich werde hier kurz verweilen, um mit meinem Vater zu sprechen. Ihr kehrt besser nach Mordor zurück, wie Herrin Galadriel schon sagte. Wir werden uns gewiss wiedersehen. Jo, und damit haben wir jetzt eine Reise bekommen. Wir können jetzt immer hier hin, wann wir wollen. Aber hier wartet gerade im Moment nicht viel auf uns. Wir haben immer noch nicht den Ruf, aber jetzt können wir auch bei König Eomer am Brückenkopf die Quest abgeben. Nur hier. Da haben wir noch kein einziges Ruf-Item, noch keinerlei Bündnis-Item oder Bündnisruf, wie man es auch immer nennen mag. Ich bin mal gespannt, wann das weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dann geht es auf jeden Fall in der Story mit dem Kapitel des Buchs weiter. Macht's gut, bye bye.